Moin zusammen! Wir haben uns gefragt, wenn der Lockdown jetzt schon wieder kommt, müssen die Späneabende schon wieder ausfallen? Nein, müssen sie nicht. Wir haben ein bisschen überlegt, ein bisschen was für euch vorbereitet, was wir in der Zeit des Lockdowns mit euch zusammen vorhaben. Angefangen mit diesem Video. Der Lockdown ist ja erstmal bis Anfang Dezember geplant. Ob wir danach die Späneabende so wieder einführen können, wie wir sie gewohnt sind und mögen, weiß ich nicht. Aber wir wollen diese paar Wochen jetzt nutzen, um euch ein bisschen in unser Semesterthema einzuführen. Die Bibel. Was will sie von mir oder was will ich von ihr? Ihr habt das Programm schon gesehen. Ihr findet es auf Instagram und Facebook und hoffentlich auch bald auf der Homepage. Und ich habe auch schon die ein oder andere Rückmeldung zu dem Cover gekriegt. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber verwirrend kann auch unser Semesterthema sein. Und genau deswegen beschäftigen wir uns damit. Nämlich mit dem Thema Hermeneutik. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, Bibel lesen, ja, sind ein paar komische Stellen mit dabei, aber was genau ist daran jetzt verwirrend? Ihr kennt bestimmt die Situation aus der Schule oder aus der Uni. Dir oder deiner Klasse, deinem Kurs wird ein Bild gezeigt und der Arbeitsauftrag lautet, beschreib dieses Bild, aber ohne es zu interpretieren. Und nehmen wir an, da ist ein Bild und da sieht man irgendwie einen Redner mit langem schwarzen Mantel an einem Rednerpult stehen und denkt sich, klar, ist ein Pfarrer. In Wahrheit ist es allerdings Ozzy Osbourne bei einer Pressemitteilung, der vergessen hat, sich zu schminken. Gar nicht so leicht, das mit dem Nicht-Interpretieren. Um es deutlich zu machen, vielleicht eine kleine Geschichte. Und zwar überliefert uns der griechische Geschichtsschreiber Herodot folgende Erzählung. Der König der Lydier, Kroisos, war kurz davor, in den Krieg mit Persien einzuziehen. Und um Rat für diese Entscheidung fragt er das berühmte Orakel von Delphi. Und dieses Orakel gibt jetzt Kroisos folgende Antwort. Wenn Kroisos in die Schlacht mit Persien zieht, dann wird er ein großes Reich vernichten. Einige von euch erahnen jetzt schon vielleicht den Ausgang der Geschichte. Kroisos denkt sich, ja nice, dann mal los, zieht in die Schlacht und während die da so am Kämpfen sind mit Kroisos plötzlich, oh Mist, dieses große Reich, damit war irgendwie meins gemeint, dass ich zerstöre. Kroisos verliert die Schlacht und zerstört sein eigenes Reich mit dieser Entscheidung. Ihr seht, eine Äußerung zu verstehen kann gehörig schiefgehen. Erstens muss ich sie interpretieren, sonst kann ich sie nicht verstehen. Zweitens muss ich sie auch richtig interpretieren und das geht in den meisten Fällen schief. Wenn ich etwas sage, wenn ich eine Äußerung treffe, dann schicke ich ja mit meiner Äußerung keine Anleitung mit, die dem Empfänger meiner Botschaft zeigt, wie meine Äußerung jetzt zu verstehen ist und zu interpretieren ist und umzuwandeln ist, sondern das passiert, das muss so passieren. Und das ist das Schwierige daran. Aber manchmal bekommen wir dabei Hilfe. Vor allem dann ist das gut, wenn diese Botschaft aus einer Welt oder aus einem Umfeld kommt, das wir Menschen nicht verstehen können, weil wir nicht dazugehören. Auch hier haben wir ein Beispiel bei den alten Griechen, nämlich Hermes, den Götterboten. Der Gott, der dafür verantwortlich ist, die Botschaften aus der Götterwelt vom Olymp zu den Menschen zu bringen. Und dabei war es nicht nur seine Aufgabe, die Botschaften zu übermitteln, sondern er war auch dafür verantwortlich, die Botschaften so umzuwandeln und so zu verpacken, dass die Menschen sie auch verstanden. Das griechische Wort für Hermeneutik, also Hermeneuei, wo unser Begriff Hermeneutik herkommt, lehnt sich deutlich an den Götternamen Hermes an. Und es hat fast so viele Übersetzungsmöglichkeiten, wie dieser Gott Beinamen und Funktionen hat. Das ist faszinierend, wie viele Attribute dieser Gott in der griechischen Mythologie zugeschrieben bekommt. Aber auch das Wort Hermeneuen verbindet ganz viele Bedeutungen in sich, weil es eben so vielfältig ist. Das geht von Aussagen, also eine Aussage treffen, bis hin zu Übersetzen von einer Sprache in die andere, bis hin zu Auslegen, bis hin zum Interpretieren. Auch in der Bibel finden wir solche Beispiele von Hilfe, wo den Menschen geholfen wird, etwas zu verstehen, was sie nicht verstehen können, weil es etwas Weltfremdes ist oder etwas ist, was in diese Welt hineinkommt. So eine Geschichte haben wir zum Beispiel in
Daniel Kapitel 8. Daniel, der im babylonischen Exil sitzt, hat eine Vision. Auch eine Form von Äußerung, wenn auch eine sehr mystische. Und in dieser Vision, da geht es drunter und drüber. Da sind Widder und Ziegenböcke, die haben ein Horn oder zwei oder vier oder noch mehr. Und die stoßen sich, die rennen sich gegenseitig um und plötzlich fallen alle Sterne vom Himmel. Klar. Und Daniel steht da und denkt sich, was? Und dann passiert Folgendes. Und als ich Daniel dieses Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai, einem Fluss, rufen und sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, also die Vision, damit er es versteht. Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Begreife, Menschenkind, dies Gesicht gilt der Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht auf die Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, sodass ich wieder stand. Und er sprach: Siehe, ich will dir kundtun, wie es sein wird zur letzten Zeit des Zorns, denn das Gesicht gilt der Zeit des Endes. Und dann erklärt Gabriel dem Daniel diese ganze Vision, was die Widder bedeuten, der Ziegenbock, die Hörner, alles wird ihm erklärt. Eine andere Geschichte steht im Neuen Testament in Markus 4. Jesus ist draußen unterwegs und erzählt ein Gleichnis, das Gleichnis vom vielfältigen Acker. Einige von euch kennen das vielleicht, das Gleichnis von dem Bauern, der herausgeht und den Samen ausstreut. Und davon fällt halt einiges irgendwie auf den Weg, auf die Steine oder unter das Unkraut und alles wird irgendwie verdorrt oder bringt keine Frucht und nur ein Teil fällt auf fruchtbaren Boden und bringt dann tatsächlich Frucht. Und ich stelle mir die Situation ein bisschen lustig vor, wie Jesus da auf der Straße steht oder irgendwo draußen halt und es den Leuten erklärt und die Jünger stehen hinten dran und nicken so wissend, ja genau, das was er sagt und so weiter. Und dann gehen sie nach Hause und es stellt sich heraus, die Jünger haben gar nichts kapiert. Nichts. Und dann sagt Jesus aber zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind. Wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt. So kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Ihr merkt, das mit dem Verstehen ist nicht leicht. Auch nicht in der Bibel und ich bin froh drum, wenn ich jemanden habe, der mir Verstehen hilft und mir die Dinge erklärt. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, was geht mich das alles an? Warum muss ich mich als Theologe damit beschäftigen, wie ich die Dinge verstehe? Zunächst einmal gibt es einen ganz praktischen Grund dafür. Wenn du nämlich Theologie studierst und irgendwann damit fertig werden solltest und irgendwann dann in etwas landen solltest, das sich Pfarramt nennt, hast du eine ganz zentrale Aufgabe. Predigen. Jeden Sonntag in der Kirche eine Predigt halten. Jetzt predigen wir in der Kirche meistens über die Bibel. Warum das so ist und warum man nicht über andere Dinge in der Kirche predigt, darüber reden wir mal in einem anderen Video. Aber meistens ist es die Bibel, über die man predigt. Oder idealerweise ist es die Bibel, über die man predigt. Und um über diese Bibel predigen zu können, muss ich sie erstmal lesen. Und wenn du Theologie studierst, dann kommt irgendwann Griechisch dazu und Hebräisch und du fängst an, die Bibel in ihren Ursprachen zu lesen. Aber da fängt es schon an, mit dem Lesen.
Beim Lesen darf es aber nicht stehen bleiben, sondern es muss den Schritt weitergehen zum Verstehen. Das, was ich lese, muss ich natürlich auch verstehen, sonst kann ich es nicht in meine eigenen Worte packen und an die Gemeinde weitergeben. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, an dem es so spannend wird. Du stehst jetzt da vor deiner Bibel, sagst dir, okay, ich verstehe die jetzt, fängst an zu lesen und verstehst es. Was machst du? Und am Sonntag gehst du dann in den Gottesdienst und merkst, hey cool, der Predigttext ist genau der Text, den ich letzte Woche gelesen habe. Und du lehnst dich zurück und hörst dem Pfarrer bei seiner Predigt zu und plötzlich merkst du, der sagt ja was ganz anderes. Der hat ja beim selben Text eine ganz andere Interpretation rausbekommen, als ich das habe. Welche Interpretation stimmt jetzt? Seine oder meine? Oder stimmen beide? Oder sind beide vielleicht sogar falsch? Stimmt es sein falsch? Sobald wir uns um die eine oder die andere Interpretation streiten, streiten wir uns um eine ganz zentrale Sache. Die Wahrheit. Wer hat recht? Welche Interpretation ist die richtige? Gibt es mehrere richtige Interpretationen oder gibt es nur eine richtige? Oder kann eine Interpretation teilweise richtig, teilweise falsch sein? Das sind Fragen, die dabei aufkommen. Und wir werden im Laufe des Semesters auch mehr merken und öfters merken, wie die Frage nach der Hermeneutik ganz eng mit der Wahrheitsfrage an sich zusammenhängt. Jetzt leben wir alle in unserer schönen Postmoderne. Mit ihrem Mantra, die eine Wahrheit, die gibt es gar nicht. Oder wir können sie nicht sehen. Es gibt kein wahr oder falsch, sondern jeder muss für sich selbst entscheiden, was wahr oder falsch ist. Das funktioniert aber leider nicht immer. Ich kann jedem seine Wahrheit lassen und ganz in Ruhe mein eigenes Süppchen Wahrheit kochen, solange nicht die Wahrheit eines anderen etwas von mir will. Was, wenn sich das plötzlich ändert? Was, wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Wahrheit und ich will, dass du ihr glaubst. Ich will, dass du meiner Wahrheit glaubst. An dem Moment bin ich herausgefordert, seine Wahrheit zu hinterfragen und meine Wahrheit zu verteidigen. Oder andersrum. In diesem Dilemma stand auch ein Mann, der für die evangelische Kirche und für den evangelischen Glauben sehr wichtig geworden ist, Martin Luther. Martin Luther war sehr fromm und ist aufgrund eines Gelübdes, das er abgelegt hatte, sogar ins Kloster eingetreten, gegen den Willen seines eigenen Vaters. Der Grund dafür war aber vor allem auch der. Luther ist mit einer Wahrheit aufgewachsen. Er hat eine Wahrheit beigebracht bekommen, in der Gott der gerechte, zornige, sünderbestrafende Herrscher war. Gott straft die Sünder, die durch die Erbsünde eh total verdammt sind und man muss nur möglichst fromm leben, um ihn wieder ruhig zu stimmen. Mit dieser Wahrheit ist Luther ins Kloster eingetreten, um eben diesen Gott ruhig zu stimmen, um ihn zu besänftigen und zu sagen, hey, ich bin fromm. Mit dieser Wahrheit ist er aber nicht aus dem Kloster herausgekommen. Denn es hat sich dort ihm eine Wahrheit gegenübergestellt, die anders war als seine. Als Luther den Römerbrief las und studierte. Und er beschreibt das so. Als ob es noch nicht genug wäre, dass die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz des Dekalogs mit jeder Art von Unglück beladen sind. Musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen? So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen, jedoch klopfte ich rücksichtslos bei Paulus, also beim Römerbrief, an dieser Stelle an. Ich dürstete glühend zu wissen, was Paulus wollte. Und irgendwann fällt es Luther wie Schuppen vor Augen. Das Wort Gerechtigkeit, Dikaiosyne im Griechischen, das ihm so anstößig war, bedeutet nicht, dass der Mensch gerecht werden muss, um zu Gott kommen zu können, sondern andersrum. Dass Gott die Menschen gerecht spricht aus Liebe. Und plötzlich ist Luther von einer Wahrheit erfüllt, die er gar nicht fassen kann und die er als die richtige erkannt hat.
Da fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Wir glauben, dass die Bibel uns etwas zu sagen hat. Wir glauben, dass die Bibel eine Botschaft hat, die wichtig ist, die gesagt werden muss und die gehört werden muss. Und deswegen wollen wir uns dieses Semester mal grundlegend damit beschäftigen, wie wir diese Bibel eigentlich verstehen. Wenn ihr jetzt dazu Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt die mir gerne unter studienleitung@spena-haus.de oder kommentiert einfach unter dem Video auf Instagram oder auf Facebook. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, welche Formate wir ausprobieren können oder welches Format ihr denn gerne sehen würdet, lasst es mich wissen. Ich werde gucken, was sich machen lässt. Ich muss mal ein bisschen schauen. Es war heute noch ein bisschen chaotisch mit dem Licht. Da musste ich noch ziemlich ausprobieren. Ich werde versuchen, dass das nächste Video qualitativ auch ein bisschen besser ist. Bis dahin macht's gut. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis später.